Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangles und diesen, ja, wie nenne ich es, ich möchte es nicht Preview passt da nicht mehr, an diesen kleinen Zwischenfazit-Video zu Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Ich werde wahrscheinlich einfach mal nächste Woche noch den finalen Test dazu machen, wenn ich es denn schaffe oder demnächst irgendwann. Ich bin noch voll im Spiel, deswegen kann ich da jetzt noch keinen finalen Test machen oder... Aber ein kleines Zwischenfazit möchte ich dann doch schon mal zu dem Spiel geben, denn es ist, wie ich finde, ein richtig, richtig gutes Spiel geworden, bis jetzt, was ich gespielt habe, und da möchte ich natürlich ein bisschen noch was zu erzählen und ein Video zu machen und bla bla bla. So, Metal Gear Solid 5, wer es nicht weiß, wer jetzt ein bisschen verwirrt ist, denn es gibt ja schon ein Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes. Ground Zeroes ist im Prinzip, und da sind wir jetzt mal ganz ehrlich, eine Mission, die aus Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain rausgeschnitten wurde, weil The Phantom Pain noch nicht früh genug fertig wurde. Konami wollte aber Geld machen, deswegen hat man wohl diese Mission dann rausgeschnitten, Ground Zeroes, und hat es als einzelnes Spiel verkauft, hat dazu noch ein paar Nebenmissionen gemacht und bam, hat Konami wieder Kohle gemacht. Also das ist im Prinzip Ground Zeroes. Und ihr braucht Ground Zeroes nicht unbedingt jetzt gespielt, oder ihr müsst jetzt nicht unbedingt für 20€ oder für 15€ rausrennen und euch Ground Zeroes nochmal kaufen. Denn die Handlung wird in The Phantom Pain sowieso nochmal ganz kurz angeschnippelt. Da wird das Wichtigste nochmal gezeigt. Also ich kann es jetzt auch nochmal sagen, in Ground Zeroes ist es ja so, dass man zu einer Mission in so ein Gefangenenlager fliegt. Und da seine, ja, ich weiß nicht, ob das direkt Freunde sind von Big Boss. Auf jeden Fall soll man zwei Leute retten. Das ist, glaube ich, einmal Paz und Chico. Die soll man retten. Und nachdem man das gemacht hat, also am Anfang trifft man schon mal auf den sogenannten, oh, wie nennt man den? Ich komme nicht auf seine Skullface oder so. Ich glaube, er heißt Skullface. Auf den trifft man dann. Der wohl irgendwie in einer Einheit ist, die sich... XOF, oder er hat auf jeden Fall Abzeichen, wo XOF draufsteht, und das ist ja im Prinzip das Umgekehrte vom Fox. Ja, was das noch bedeutet, muss ich selbst noch herausfinden. Auf jeden Fall trifft man da schon auf diesen Skullface, beziehungsweise sieht den, und wenn man dann mit Chico so ein paar zurückfliegt zu seiner Motherbase, sieht man eben diese Motherbase brennen, denn die wurde von Skullface und seinen Truppen überrannt. Seine Truppe heißt Cypher, genau, Cypher heißt seine Truppe, die haben eben diesen Stützpunkt von Big Boss überrannt, die haben alles zerstört, ihr kommt da gerade an, versucht noch was zu retten, schafft ihr aber nicht. In Chicos Bauch ist noch eine Bombe, die schmeißt sich dann zwar aus dem Helikopter raus, der Helikopter von Big Boss und auch von Kazuhira Miller, der auch noch mit drin sitzt, wird trotzdem getroffen. Snake fällt daraufhin in ein Koma für 9 Jahre, und genau nach diesem Koma spielt dann eben jetzt Metal Gear Solid The Phantom Pain. Also jetzt erstmal 3 Minuten oder 3,5 Minuten Vorgelaber. Da fängt The Phantom Pain an mit einem relativ starken Prolog, muss ich sagen. Manch einer mag das. Man muss dazu sagen, wenn man aber noch kein Metal Gear gespielt hat, wenn man mit dieser Art von Kojima nicht klarkommt, dann mag man das vielleicht als ein bisschen langweilig empfinden, aber im Prinzip ist es richtig gut inszeniert, dieser Prolog, und da sind wieder ein paar kleine What-the-fuck-Momente drin, wo man sich fragt, was geht jetzt ab. Also, wer nicht gespoilert werden möchte, also die Handlung vom Prolog, da werde ich jetzt ein bisschen was zu sagen, dann, wenn wir jetzt ein bisschen ins Spiel reingehen, werde ich natürlich nichts weiter verraten, aber der Prolog, fängt damit an, dass man eben aufwacht als Solid Snake. Nicht Solid Snake, Entschuldigung. Fenster-Serie werden mich jetzt wahrscheinlich für diese Aussage verkloppen, denn es ist nicht Solid Snake, es ist Naked Snake, beziehungsweise Big Boss. Der merkt dann, dass er keinen Arm mehr hat, denn der ist ja auch abgeflogen bei dieser Explosion. Der hat jetzt aber eine Armprothese, also so einen Metallarm, den man dann später im Spiel auch nutzen kann ein bisschen. Kann man sich auch, soweit ich weiß, verschiedene Metallarme dran machen und so weiter und so fort. Und er hat ein Horn, was ich mich in den Trailern immer gefragt habe, er hat also sowas wie ein Horn im Kopf. Das ist aber
eine Metallplatte irgendwie, die in seinen Kopf steckt. Und wenn man die rausziehen würde, ja, dann würde er wahrscheinlich nicht mehr leben. Also, Big Boss wacht erstmal auf im Krankenhaus. Und wie das so ist, kaum ist er aufgewacht, kommen die Truppen, die ihn eben tot sehen möchten, und überrennen das Krankenhaus. Man ist dann mit einem Unbekannten irgendwie auf dem Weg, aus diesem Krankenhaus zu fliehen. Schafft das dann teilweise, beziehungsweise trifft dann in so einem What-the-fuck-Moment auf zwei Charaktere, die das auch verhindern möchten, dass man flieht. Der eine, oh, ich kann euch nicht sagen, wer das ist. Ich komme jetzt auf Anhieb nicht drauf, ob das einer sein könnte, den man schon irgendwie mal gesehen hat im Metal Gear-Universum. Das ist so ein brennender, weiß ich nicht, so ein brennender Hulk. Also das ist ein brennender Flammentyp. Der kann lustigerweise Kugeln aufsaugen. Also wenn er von den Feinden beschossen wird, saugt er die Kugeln einfach auf. Überlädt sich dann und schießt die zurück. Also den würde ich nicht mit Kugeln beschießen, die kommen zurückgeflogen. Er hat teilweise auch Panzerkugeln aufgefangen, in sich absorbiert und dann zurückgeschossen. Also das ist ein ziemlicher Kunde, würde ich mal sagen. Also da gibt es bestimmt noch Probleme. Und dann kommt noch ein Charakter, wo ich im Moment noch nicht sicher bin, ob es der ist, für den ich ihn halte. Da möchte ich jetzt auch nicht spoilern. Dieser andere Charakter, der war jetzt neu. Aber dieser Charakter, den möchte ich jetzt nicht spoilern. Aber es ist ein Charakter. Es ist eine jüngere Form von einem Bossgegner, den man schon mal im Metal Gear gesehen hat. Und ich bin mir absolut nicht sicher, ob es der ist, für den ich ihn halte. Ich sag jetzt einfach nur Stichworte, damit ich es nicht ganz verrate. Ich sag einfach nur ein Stichwort, und das ist Gedankenkontrolle. Gedankenkontrolle ist das Stichwort. Ich weiß nicht, ob es der ist oder nicht. Vielleicht habt ihr es schon gespielt und könnt mir sagen, ob es der ist, den ich denke, dass es ist. Aber keine Ahnung. So. Und nach diesem Superprolog kommt man eben aus dem Krankenhaus, wird vom guten Ocelot aufgenommen. Ich finde den Namen immer noch so geil. Später ist er dann Revolver Ocelot, aber Ocelot ist, oder Ocelot, immer noch der coolste. Von dem wird man dann aufgenommen, erfährt dann, dass die Spezialeinheit von Snake wieder mit aufgebaut werden soll, beziehungsweise von Big Boss, soll wieder aufgebaut werden unter dem Namen Diamond Dogs. Also das ist jetzt die neue Spezialeinheit von Snake. Die möchten sich dann auch an Cypher rächen, also an den Typen eben auch unter der Leitung von Skullface. Dafür, dass eben ihre eigene Motherbase damals zerstört wurde, und möchten sie auslöschen, sozusagen. So, dann bekommt man erstmal die Mission, dass man Kazuhira Miller erstmal wieder befreit, und dann geht das eben seinen Lauf. Kazuhira Miller gibt einem dann eben die Befehle über die Mission hinweg, bla 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 und so weiter und so fort, und jede Mission trägt dann zu dem großen Ziel bei, dass man irgendwie Cypher ausschaltet oder immer näher an das Ziel kommt, erstmal herausfindet, was wollen die denn überhaupt machen, und ist wieder eine coole Handlung, wo man aber jetzt mal sagen muss, es ist rein theoretisch kein klassisches Metal Gear. Also wer ein klassisches Metal Gear spielen will, wird wohl bei The Phantom Pain nicht enttäuscht, aber bekommt nicht dieses typische klassische Metal Gear. Denn es ist teilweise so, man hat immer mal wieder ist es so, man bekommt so ein, zwei Happen Story. So, zumindest an dem Punkt, wo ich jetzt bin in der Geschichte. Also es kann sich gegen Ende natürlich alles nochmal komplett verändern. Aber ich habe jetzt ungefähr, weiß ich nicht, wie viele Stunden gespielt. Also es dürften schon 10, 20 Stunden sein. Also ist jetzt nicht so viel. Aber trotzdem ist es so, man bekommt immer so einen Happen Story. So, und dann hat man erstmal wieder einen ganz schönen Batzen Nebenmissionen, beziehungsweise es sind Hauptmissionen, aber es sind dann hier irgendwie nichts, was direkt mit der Story zu tun hat, sondern eher indirekt, dass man dann zum Beispiel in irgendwelche Soldatenlager irgendwelche Waffen klauen muss oder Panzerfahrzeuge ausschalten muss oder einfach nur andere gegnerische Generäle töten soll oder sowas halt.
Das sind diese kleinen Missionen. Der Metal Gear ist prinzipiell in Missionen unterteilt. Und dann bekommt man Stück für Stück, nachdem man eben, was weiß ich, 5, 6 von diesen Missionen gemacht hat, kommt dann wieder so ein Stückchen Story. Und das ist eigentlich untypisch für Metal Gear. Metal Gear ist eigentlich dafür bekannt, für relativ viele Cutscenes, vor allem dafür, für relativ viel Story, dass es das relativ direkt dann auch erzählt. Und ich denke, das ist aber alles der Open World geschuldet. Kojima wollte das ja damals schon. Metal Gear sollte ja nie so ein Stealth-Ding werden. Das sollte ja damals eigentlich so ein Action-Ding werden, ein Action-Spiel. Aufgrund der Limitationen der PS1 zum Beispiel damals ging das aber nicht ganz so. Und dann, ja, dann wurde Metal Gear halt ein Stealth-Spiel. Und ich glaube, jetzt hat sich Kojima nochmal einen Traum verwirklicht, in dem er einfach eine Open World nimmt und da nochmal ein paar Sachen zwischen der Story irgendwie einfügt. Und das ist, wie ich finde, das Gute daran, denn die Story-Mission finde ich bis jetzt alle gut. Also ich finde es gut, in diesen Gebieten ein bisschen rumzureiten, dann noch Nebenaufgaben da irgendwie zu machen und dass man da eben nochmal ein bisschen erkunden kann, rumreiten kann und so weiter und so fort. Wären diese Mission nicht so gut gemacht, dann würde das alles nochmal anders aussehen. Also dann würde man sich wahrscheinlich aufregen, dass da so wenig Story, beziehungsweise die Story Stück für Stück verteilt ist. Aber dadurch, dass eben diese Missionen an sich auch so viel Spaß machen, für mich persönlich, ist das noch relativ verkraftbar. Und natürlich hast du dann zwischen diesen Missionen auch immer, ich möchte jetzt wissen, wie es mit der Story weitergeht und jetzt mache ich noch ein paar Missionen und dann geht es mit der Story vielleicht weiter und dann kriegen einen neuen Happen und dann spielt man sich da immer so hin und wie gesagt, dadurch, dass die Missionen eben so gut sind, ist dieses Hinspielen auch jetzt nicht irgendwie langweilig oder bedeutungslos. Das macht dann wirklich eine Menge Spaß, denn es ist tatsächlich so, und da kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Gameplay, dass die ganze Geschichte relativ gut gemacht ist. Man hat wie in vielen Stealth-Spielen natürlich dann auch verschiedene Möglichkeiten, die gegnerischen Basen zum Beispiel auszuschalten. Also man hat verschiedene Posten oder verschiedene Außenposten von den Gegnern, die man natürlich allesamt verschieden ausschalten kann. Also man hat zum Beispiel verschiedene Gadgets, mit denen man sich verstecken kann. Zum Beispiel ist da so eine Pappkiste, in der man sich verstecken kann und da klebt man dann ein Poster drauf von Soldaten und dann halten dich die Soldaten von einem anderen Soldat und das kannst du dann halt als Tarnung irgendwie benutzen, um dann einen von hinten auszuschalten oder die Gruppe nach und nach auseinander zu nehmen. Oder kommst halt direkt reingerannt wie Rambo und schaltest alles komplett so aus, was bei manchen Posten dann nicht so die schlauste Methode ist. Oder kommst halt reingeschlichen irgendwie von hinten und ja, es gibt immer verschiedene Wege, wie man das Ganze machen kann. Was ich gerne mache, die Gruppe, wenn es ein kleiner Außenposten ist, minimiere ich die Gruppe ein bisschen, also schalte ich 1, 2 mit dieser Betäubungspistole aus und dann im Prinzip versuche mich immer an die anderen anzuschleichen, denn dafür gibt es tatsächlich, wenn man nicht entdeckt wird, gibt es Ruhmpunkte und die möchte ich doch gerne haben, deswegen renne ich da eigentlich nicht gerne wie Rambo rein. Und was ganz interessant ist, das Spiel erinnert dich immer wieder dran, dass du verschiedene Möglichkeiten und Wege hast. Es gibt zum Beispiel verschiedene Nebenmissionen, was ich schon mal angesprochen hatte, in denen man Generäle hat. Und dann heißt es von Anfang an erstmal, schalte die aus. Aber es gibt dann auch ein Missionsziel, dass du die eben eskortieren kannst und dann zu deiner eigenen Motherbase fliegen kannst. Das hatte ich nämlich noch nicht erwähnt. Doch, hatte ich. Snakes Truppe baut sich ja wieder auf unter dem Namen Diamond Dogs und da gehört natürlich eine neue Mother Base jetzt dazu, die nach und nach aufgebaut wird und das braucht natürlich auch Truppen und so könnt ihr mit, entweder fliegt ihr Gegner, bringt ihr Gegner zu euren Hubschrauber, was halt total aufwendig ist, oder ihr nehmt den Fulton-Ballon, das Fulton-Ballon-System, was man ja in vielen Videos von Metal Gear gesehen hat, da kenntet ihr einen Soldaten dran und dann fliegen sie weg, und bringt die dann sozusagen
zu eurer eigenen Truppe, bringt die dann zum Überlaufen sozusagen und könnt die dann in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Medizin oder Angriff oder was weiß ich, Entwicklungsteam, könnt die da dann einsetzen. Und so gibt es zum Beispiel verschiedene Ziele. Ihr könnt statt die Generäle zum Beispiel auszulöschen, könnt ihr die dann auch, was weiß ich, könnt dann gucken mit dem Fernglas. Das ist auch lustig. Ihr könnt mit dem Fernglas gucken, wie gut die Generäle und so weiter und die Soldaten sind, also was die für einen Rang haben. Es gibt zum Beispiel A-Soldaten, B-Soldaten. Also A ist relativ gut. S ist noch besser. S ist noch besser. Und so können die dann eben für euer Team hilfreich sein oder nicht. Und was ich dann mit den Generälen meistens mache, ist, dass ich, wenn sie gut sind, töte ich die nicht. Dann bringe ich die halt in meine Motherbase und dann arbeiten die da halt für mich oder haben manchmal noch Informationen, die irgendwie im Spiel nützlich sein können und das ist relativ cool gemacht. Also oder wenn ich halt Bock habe, dann schalte ich sie einfach aus. Und daran erinnert sich das Spiel jedes Mal wieder, ey, du hast verschiedene Möglichkeiten, wiegt das mal ab und guck da mal. Also das ist jetzt nicht so, dass man da nur einen vorgeschriebenen Weg hat und dann gibt es einfach immer so lustige Kommentare. Ach, der sah auch mit. Okay, mach mal halt. Und was weiß ich nicht. Allgemein die Gadgets sind wieder cool gemacht und das mit man kann diesen Pfotenballon kann man sogar Ziegen oder Schafe oder Container hochschießen und in diesen Container sind dann meistens Waffen und. Das ist relativ cool gemacht. Man kann auch Musikkassetten finden, da reitet man, dann hört man dann irgendwelche Popmusik und schießt dabei die Gegner ab, was immer ein bisschen absurd und bescheuert wirkt. Aber genau das ist Metal Gear. Absurd, bescheuert, nimmt sich nicht immer ganz ernst, aber trotzdem ein Spiel absoluter Top-Klasse. Und für mich, bis jetzt, kann ich noch keine Aussage treffen, ob The Witcher oder Metal Gear Spiel des Jahres werden soll. Ich weiß es noch nicht so richtig, aber Metal Gear ist bis jetzt relativ gut. Also, ai, das kann ganz schön was werden. Was ich sagen muss, ich finde die Open World bis jetzt nicht so gut. Also, ich glaube, die Open World ist mehr dafür gemacht, dass man jetzt ein bisschen mehr Freiheit hat, ein bisschen rumreiten kann und so weiter. Die ist jetzt nicht so detailliert gemacht und ich glaube, das war auch nie irgendwie die Prämisse oder sonst was. Ich glaube, die sollte wirklich nur, damit man eine Open World hat, ein bisschen frei rumreiten kann innerhalb der einzelnen Missionen und. Und bis jetzt mein Eindruck zu Metal Gear Solid The Phantom Pain ist es ein Spiel, was mich unheimlich gut unterhält. Wie gesagt, allein dieses Aufbauen der Motherbase, wenn da dann dieser Online-Aspekt noch dazu kommt, dass man eben gegnerische Motherbases angreifen kann und man kann eben verschiedene Plattformen errichten auf seiner Motherbase, kann dann die Soldaten aus den Missionsgebieten, wie gesagt, dazu nutzen, um diese Motherbase nochmal zu vergrößern, hat dann mehrere Möglichkeiten, kann sich mehrere Waffen erstellen und. Es ist also ein richtig, richtig gutes Spiel geworden. Man hat verschiedene Begleiter, nicht nur das Pferd. Kann da Waffen auch noch modifizieren, was weiß ich, mit Schalldämpfern, kann das Pferd noch ausrüsten. Und wie gesagt, gibt es verschiedene taktische Möglichkeiten. Bis jetzt muss ich sagen, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain gibt es erstmal einen Daumen nach oben. Ich hoffe aber, dass mit der Story mal wenigstens gegen Ende dann nochmal richtig, richtig anzieht und nicht so lange dauert, um im Schwung zu kommen. Wenn es kein Review-Video gibt, gibt es wenigstens für mich nochmal so ein kleines, was weiß ich, so, ich habe jetzt Metal Gear durch und sag euch jetzt meine ehrliche Meinung und so weiter und so fort, Video. Also irgendwas kommt da noch. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch denn gefallen hat und abonniert, wenn ihr es denn noch nicht getan habt. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal, euer Cranks.